willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute ein kleines Projekt mitgebracht und das muss ich jetzt auch ganz schnell filmen, denn dieses Projekt wechselt heute den Besitzer. Das ist allerdings ein kleines, einfaches Geschenk. Das war auch der Plan, weil es an jemanden geht, der überhaupt nichts mit Junk Journal am Hut hat. Dementsprechend bin ich so ein bisschen von meiner Linie abgewichen und es ist weder grungy, noch mega dekoriert, noch irgendwas. Und ich sehe gerade, ich habe da noch einen Fussel drauf. Fusseln wollte ich nicht mit verschenken. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich mache regelmäßig lustige Videos im Sinne von Tutorials oder auch Flipthroughs. Heute wird es ein kleines, kurzes Flipthrough dieses schönen Buches. Und ja, lasst uns in Kontakt treten. Schreibt mir Kommentare und über Likes freue ich mich sowieso. Und los geht's. So, was seht ihr hier? Na, ein Buch. Im Quadratformat. Und zwar ist das hier wieder so ein Altered Book. Also ich habe mir... Also es ist kein richtiges Altered Book, wo man nur so ein paar Seiten rausschneidet und dann den Rest verbastelt. Nein, ich habe das Buch ausgeschlachtet, ich habe das Cover benutzt und ich habe ein Schwedenbüchlein dran gemacht. Und zwar ist das für meine Mama, die heute Geburtstag hat. Sie ist, ja wie mein Vater auch, Schweden-Fan. Und wir haben ein kleines Häuschen in Schweden, ein rotes Häuschen, deswegen sind auch diese Bilder drauf. Und da meine Mutter so ziemlich alles hat zum Geburtstag, weiß man gar nicht, was man ihr schenken soll. Ja, was macht man als Bastler? Ein Buch. Ne? Und das ist daraus geworden. Es soll ein Notizbuch sein. Meine Mutter beschreibt sich immer auf, was so auf der Fahrt passiert ist, wie das Wetter war, wie lange sie gebraucht haben und so weiter und so fort. Also sie schreibt sich einfach, ja, Notizen zu dem jeweiligen Urlaub. Jetzt habe ich tatsächlich hier noch so ein paar Klebekrümel drauf. Das gibt's ja gar nicht mal gut, dass ich jetzt nochmal gucke hier, bevor ich es einpacke. So, auf jeden Fall habe ich hier schon das Digitalpapier gefunden. Habe dieses Buch gefunden. Habe es mit weißem Leinen eingeschlagen, wie man sieht, und auch einen Leinenverschluss gemacht. Wir haben eine offene Bindung mit zwei Signaturen. Ja, also hier seht ihr diese Kreuzbindung. Ja, warum habe ich das so weiß gelassen? Das ist ja ziemlich untypisch für mich. Das hat so diesen Midsommar-Anstrich. Beim Midsommar, ich weiß nicht, ob ihr das vom schwedischen Midsommar kennt, die Mädels laufen in weißen Leinenkleidern rum, mit Kränzen auf dem Kopf und es gibt Blumenschmuck und es wird einfach ausgelassen gefeiert und getanzt. Und das ist so ein Inbegriff für Schweden. Wenn wer jemals Midsommar miterlebt hat, ja, hier seht ihr, es gibt den ja, Kranz oder Baum, wo man drum rumtanzt. Der hat auch bestimmt einen ganz tollen Namen, den ich jetzt nicht weiß. Und da tanzen und jubeln dann alle um diesen ja, Midsommarbaum. Und so sehen die Mädels dann aus. Sie haben ganz einfache, schöne, schlichte Leinenkleider an. In weiß oder in so einem Wollweiß, Off-White und Blumenkränze. Und es blühen halt überall in Schweden zu der Zeit wirklich sämtliche Blumen. Und so habe ich hier dieses schöne Digitalpapier gefunden oder mehrere. Es ist, also ich habe wirklich 3, 4 Digitalpapiere gefunden. Wieder so ein Kleberkrümel. Mei. So, hier habe ich noch so ein kleines, sag schon. Ich habe so ein Blättle. Hier so ein Pocket, Corner-Tuck, Leinenstreifen mit reingeklebt, dass man hier einfach noch irgendwie Notizbuch rein, also Büchlein oder Heftchen oder was weiß ich, Papier reinpacken kann. Und hier noch das ein bisschen erweitern. Aber es ist nicht so dick. Also wenn es so bleibt, dann ist es ein recht dünnes Büchlein. So, und dieses schöne Digitalpapier habe ich dann mir so zurecht gedruckt, dass es erstmal auf diese Seitengröße passt. Da musste ich das quer nehmen, klar. Ja, also wenn man das jetzt hier so auseinanderklappt, dann hat man ein Querformat. Da natürlich drumherum schneiden mit meiner Guillotine. Und dann habe ich das so gemacht, meine Mama ist Rechtshänder. Deswegen macht das Sinn, auf der rechten Seite schreiben zu können. Und habe alles, was so schwedentypisch ist, so einfach mal so tülü aneinander gereiht. Ich habe es auch null distressed, einfach um diesen weißen, reinen Charakter zu bewahren. So Zimtschnecken und Kaffee dürfen nicht fehlen. In Schweden werden viele Krebse gefischt. Also ich habe da wirklich so ein Clipart-Sammelsurium gefunden, wo viele
ja, Themen und Sachen, die man so in Schweden findet, drin sind. Vielleicht möchte meine Mutter auch, anstatt Reisen zu notieren, dort Rezepte notieren. Weil es sind viele Nahrungsmittel drin, auch zum Beispiel hier Lingon, hier Preiselbeeren. Ich darf nicht fehlen. Die muss man jetzt nicht zwingend essen, so als Vegetarier, fast Veganer. Nein, man muss ein Elch nicht essen, das ist nicht nötig. Auch ein Krebs muss man nicht essen. Geht doch Knäckebrot. Ja, dann haben wir hier nochmal einen Lachs. Und ja, alles Mögliche eingemacht. Aber die Schweden haben vor allen Dingen früher viel, viel eingemacht, um die langen Winter zu überstehen. Weil in Schweden sind die Winter wirklich ein bisschen hart. Also selbst in Südschweden haben wir mehr Winter als hier. So, genau, hier habe ich noch in der Mitte, habe ich Charms rangehängt. Bäumchen und eine Erdbeere. So, das ist einfach viel Platz zum Schreiben. Ich habe erst überlegt, ob ich hier Linien oder Karos mit reinstempel. Allerdings glaube ich, dass meine Mutter in der Lage ist, sich hier zum Beispiel Linienpapier drunter zu legen oder freihand zu schreiben. Das ist ja so, im Laufe der Zeit entwickelt sich ja diese Möglichkeit, freihand zu schreiben, viel mehr. So, das ist so ein typischer schwedischer Waldweg. Ja, und da habe ich mich auch an viele Sachen erinnert, einfach von uns aus unserem Häuschen. Man geht hinten in den Wald rein und dann findet man so einen kleinen Wanderweg. Unser Haus liegt an dem E6-Wanderweg. Und da kann man halt wirklich ganz weit laufen. Das ist der Auswandererweg, wo früher die Leute ausgewandert sind. Die haben hier schon diese Route genommen. Ja, und diese Freihandschreiben. Ja, Lachs ist ganz typisch für Schweden. Dieses Freihandschreiben, das entwickelt sich immer mit der Zeit, dass man trotzdem recht gerade schreibt, wenn man keine Linien hat. Ja, das ist jetzt so ein bisschen was wie ein Bilderbuch, ne? Also ich zeige euch jetzt hier was, wo ihr ja jetzt eine kleine Bildershow habt. Also wenn ihr bei Etsy mal sucht und sucht nach Schweden Bilder, Schweden Häuser, also ich habe auch die Häuser gesucht und gefunden, diese rot-weißen. Und ich habe auch noch viel mehr gefunden als das, was ich hier drin habe. Es gibt ja schließlich auch noch Weihnachten. Ne? Also ich habe auch viele Weihnachtsbilder gefunden. Also Sweden Red Houses, Christmas Snow. Habe ich ganz, ganz viel Tolles gefunden. Und einen Teil davon habe ich jetzt hier verbastelt. Ja, und ich denke mal, davon werdet ihr nochmal ein zweites sehen. Also wenn ich dann zu Weihnachten nochmal sowas mache. So ein Cover in dem Format habe ich nicht mehr, weil es ist auch das erste Mal, dass ich ein quadratisches Format hier bastel. Und ich muss sagen, das war ein recht zügiges Projekt. Also ich habe das hier an einem Nachmittag, hatte ich das fein und fertig. Und dann musste einfach noch hier mein Cover ein bisschen trocknen, weil das habe ich versiegelt. Also ich bin hier mit Mod Podge Matt nochmal drüber gegangen, dass es hier geschützt ist. Ich weiß, so ein weißes Buch ist echt empfindlich. Das ist halt so. Also das kann ich nicht ändern. Das wird aber in gute Hände kommen und es wird bestimmt ja gut behandelt werden und nicht irgendwie in die Soße gestellt oder so. Sonst ist mein Baum hier irgendwo dann verschwunden. Nein, hier ist der. Da ist der Baum. Ja, ihr Lieben, das war das Midsommar Schwedenhaus Mini Flip-Through oder Mini Journal. Und ich bin sehr gespannt, was meine Mama nachher dazu sagt. Jetzt werde ich das kleine süße Päckchen gleich einpacken. Hier fehlt noch eine Karte und hier kann man natürlich auch wunderbar hier drin eine Geburtstagskarte mit reinpacken. Und dann kauft man halt noch ein Blümchen dazu. Und dann ist das Geschenk fertig. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat auch viele Erinnerungen einfach wachgerufen. Weil ich habe auch so die ein oder andere, den ein oder anderen Mitsommernachts- oder Mitsommertag und Mitsommernacht in Schweden verbracht. Mit den Einheimischen gefeiert dort und das ist ein ganz, ganz tolles Fest. Das ist ganz fröhlich, ausgelassen, liebevoll. Das ist mega schön. Also, falls ihr mal die Gelegenheit habt, Midsommar in Schweden zu feiern, macht das mal. Das lohnt sich. Damit schließe ich jetzt mein kleines Flip-Through. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, jetzt freue ich mich erstmal drauf, dieses Schätzchen hier zu verschenken. Dann gehabt euch wohl und bis demnächst in diesem Kino.